Willkommen, liebe Freunde, hier zum zweiten Teil. Was mache ich, wenn ich ein Instrument habe, was ich nur von den Abmaßen her kenne, also in der horizontalen sowie auch in der vertikalen Ausrichtung, aber die Fotos sehr verzerrt sind durch die perspektivische Verzerrung und es weitere Unterlagen im Internet nicht gibt, weil es ein altes Instrument ist? Naja, leider findet man auch alte Instrumente, die Manuals nicht mehr dazu, und hier ist es so, dass ich das nicht kennen kann, weil keine Beschriftung drauf ist. Was macht man nun? Okay, wir müssen wissen, es gibt bei der Perspektive immer eine wahre Höhe und dann der Rest läuft auf den Fluchtpunkt zu. Und diese Strahlen ergeben dann dieses Bild. Hinzu kommt, dass wir bei der Fotoaufnahme auch eine Krümmung haben der Linse bei Weitwinkel. Ja, und dann stehen wir da im Raum und wissen nicht Bescheid. Also für uns ist immer wichtig, wir brauchen eine vertikale und eine ho also horizontale und eine vertikale Höhenangabe, mindestens oder eine Relation zu einem anderen, um diese dann hierauf zu projizieren. Wenn es geht auf der horizontalen Linie, dann bleibt es, wenn wir hier unseren Horizontalpunkt haben des Fotos, der ist ja eigentlich mehr hier, wenn man es so sehen würde, das Foto war mit dem Zentrum der Linse hier. Und hier ist es genauso. Dann haben wir hier in diesem Bereich unsere wahre Relation. Alles, was im Außenbereich ist und da ist, verzieht sich schon. Oder nach unten oder nach oben. Daher müssen wir gucken, wie wir das am besten gestalten. Also wir haben jetzt hier unser Rechteck. Das ist beschrieben durch die Länge und durch die Höhe. Das haben wir hier auch aufgezeichnet. Ich zoome mal rein. Also was ich jetzt einfach mache, ist darstellende Geometrie mit euch. So, dann haben wir diese Höhe hier eingetragen und diese, also diese Höhe und diese Länge und haben die abgerundet entsprechend. So, und dann haben wir das Foto genommen und ich kriege es nicht mehr ganz hin, wie es war. Ich schiebe es trotzdem wieder zur Seite. Wir hatten dann die wahre Höhe hier angenommen und eine Symmetrie gelegt. Ihr seht, der Körper ist symmetrisch. Da haben wir hier eine Symmetrieachse reingelegt und haben den Körper erstmal von links aufgebaut bis zu dieser Stelle. So, und dann gespiegelt hierüber. Und dann sehen wir, es passt. Anschließend haben wir diese Datei, und das ist wichtig, bei den Drawings hat man meistens ja, keine reinen Linien oder Polygone, die müsst ihr dahin wandeln. Und das kriegt ihr immer hin, indem ihr dann diese DWGs oder wie auch immer sie heißen, in DXF umwandelt. Und dann habt ihr, egal ob es Schriften sind, Bold oder auch Narrow oder auch diese Elemente, habt ihr dann als reine Polygone. Und das ist wichtig für den weiteren Schritt der Extrusion, denn wir wollen ja einen Körper daraus machen. Und ich mache das mal ein bisschen größer. So haben wir jetzt den Korpus dann entwickelt aus den Linien, die wir dort haben. Wir haben gesagt, okay, es ist eine Vertiefung, die ist konisch. Ja. Zum Beispiel hier sieht man das, ne? Seht ihr, die ist konisch nach unten. Da haben wir den inneren und den äußeren, den oberen Ebene und die untere Ebene für den Bildschirm. Ja, wir haben hier eine Absenkung drin, so eine Art Kamm. Und in den Kamm sind Löcher. Und in diese Löcher kommt jetzt weißes Filament, die Knöpfe von hinten. Ich zeige euch das mal. Da haben wir das Filament gewechselt. So, ich drehe den Körper mal. Und hier unten ist eine Einkerbung drin mit einer Platte, auf die dann gedruckt wird. Und da werden die Knöpfe drauf gedruckt. So, und die werden von hinten durchgestochen, durch die schwarze Platte, die gedruckt wird. Und wie gesagt, was haben wir gelernt? Wenn wir sie senkrecht ausdrucken, dann wird die ganze Sache viel besser in der Detaillierung, als wenn wir es vertikal ausdrucken. Und so gehen wir jetzt auch ran und werden da einige Instrumente dann ausdrucken und dann verwenden. Worauf ich jetzt verzichtet habe, sind die Kanneluren hier an den Knöpfchen. Das geht einfach. Man hat einfach einen, man legt hier einen Pfad an mit einem Rund, machen daraus einen Körper und rotiert den dann entsprechend hier rum, dort auch. Das wird noch gemacht. Dann hier Kreuzschlitz, einfach ein Kreuz reingemacht und den auch als Körper dann extrudieren und von dieser Schraube dann Schraubenkopf abziehen. Dann ist das Ding super scale. Ja, Fotos und so weiter und so fort. Hier zu diesem Bild,
was hier innen drin erscheint, gibt es im Internet in Hülle und Fülle. Da kann man drauf zugreifen. Die sind alle ähnlich, obwohl ich jetzt nicht weiß, welcher Typ das ist. Ich habe welche gefunden, die haben einen Knopf mehr, aber keinen mit 5 Knöpfen. Und vielleicht, wenn man noch ein bisschen mehr sucht, dann findet man das Teil auch. Und dann lasse ich einfach die Zukunft auf mich zukommen oder vielleicht einen freundlichen Hinweis von euch, welches Instrument das sein könnte. Und dann haben wir das Ding soweit fertig, ne? Also, zum Drucken. Ich finde, es sieht schön scale aus. Ich habe ein bisschen übertrieben mit der Höhe hier. Man könnte die Höhe auch ein bisschen geringer legen, so wie sie im Original ist. Und, aber dann kommt es nicht mehr so im Modell richtig raus. Ja, also ich will das so mal lassen, wie ich es jetzt gemacht habe. Das ist für mich sympathischer vom Maßstäblichen her, wenn es rauskommt. Aber ihr wisst, ihr müsst ein bisschen mit den Konturen übertreiben, damit ihr dann den gewünschten Effekt erzielt, den wir im Modellbau haben wollen, dass es auch nach Konturen aussieht, die im Original dann auch so vorhanden sein sollen. Das ist aber meistens nicht, ne? Sie seht, hier sind die Ecken nochmal abgerundet hier oben, die Knöpfe sind abgerundet und hier haben wir den Schlitz reingemacht. Tja, dann wollen wir mal gucken, wie das Druckergebnis wird. Ich denke, das wird hervorragend. Wir teilen dieses Druckergebnis in zwei Elemente auf. Das eine ist nur dieser schwarze Körper ohne diesen Körper, das sieht dann so aus, ja, also ohne diesen Körper und der dahinterliegende, so verdeckt, so. Das ist unser schwarzer Körper und dann werden die Knöpfe separat ausgedruckt und von hinten in diese hohle Platte, seht ihr, das ist ein bisschen hohl gemacht, genau dann passgenau eingesetzt und dann kleben wir hier, da und da und da fest und haben dann nicht unschöne, ungewollte Klebereste, die hier in diese Bereiche dann sichtbar werden. Ne? Also das hat man ja ab und zu mal. Das sieht dann unschön aus. Also wir haben damit auch ein sauberes Klebedetail. In dem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch einen schönen Tag. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich werde so zeitnah dann auch beantworten. Bis dann.